Guten Morgen, beziehungsweise eigentlich guten Mittag, denn es ist schon 12:30 Uhr. Ich nehme euch heute wieder den Tag mit, denn ich möchte nachher mit Cisco ins Gelände. Und ich dachte mir, ich kann euch auch mal zeigen, was ich so bei Arabisch ein bisschen lerne, denn ich habe auch Hausaufgaben auf, die ich jetzt auch direkt machen werde. Ich habe gerade auch die Zahlen auf Karteikarten geschrieben, damit ich die auch wirklich mal lerne. Und ich muss noch ein paar Buchstaben auf die Karteikarten schreiben, damit ich auch die Buchstaben lerne, denn das ist zurzeit mein größtes Problem, dass ich die noch nicht so unterscheiden kann. Und ja, ich zeige euch das mal. Das sind jetzt die Buchstaben, die ich hier aufgeschrieben habe. Es ist ja sowieso gewöhnungsbedürftig, das Ganze auszusprechen. Also Bahid, Isnan, Salata, Arba, Khamsa, Sita, Sabah, Samania, Tisa, Ashra. Ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob ich das so hundertprozentig gut ausspreche. Ja, das merke ich dann immer so in der nächsten Arabischstunde, wo ich auf einmal denke so, oh, ja, das habe ich die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Aber es ist halt auch schwierig, weil man das einfach gar nicht so schnell nachgucken kann. Ja. Und die Zahlen muss ich jetzt lernen. Woran man sich auch einfach gewöhnen muss, dass man das Heft einfach mal umdreht. Warte mal, ich habe es falsch gemacht. Oder? Ja, alles klar, ich habe es falsch. Eigentlich legt man das Heft falsch auf. Guck, da fängt es schon an. Das ist jetzt, was wir letztes Mal gemacht haben. Und wir haben halt versucht, so dieses Men. Also, warte, stopp. Das ist für mein. Dann männlich, weiblich, männlich, weiblich und dann mit dein, sein und ihr. Da die im Arabischen ja ganz viel mit dem männlichen und weiblichen arbeiten. Also es gibt alles für männlich und weiblich. Ich glaube, wenn ich mit jemandem sprechen müsste, ich würde alles auf weiblich sagen und wenn es ein Mann wäre, ist halt Pech. Und das soll ich für welche Wörter? So. Hier unten für die Wörter machen. Für Stift, Heft und Flasche. Und das haben wir halt, wie gesagt, letztes Mal gemacht. Habe ich auch nicht ganz so ordentlich aufgeschrieben, aber okay, ich kann es lesen. Ich muss aber sagen, vom Ding her ist Arabisch sehr logisch aufgebaut. Also man kann es gut verstehen und versteht, warum das so ist. Was ich noch nicht verstehe, es gibt zum Beispiel von Haus eine männliche und eine weibliche Form. Ein Haus ist aber nicht männlich oder weiblich. Und die wissen einfach, wann man das anwendet. Und ich denke mir einfach so. Woher soll ich das denn wissen? Das gibt's ja bei uns einfach nicht. Seht ihr das? Ich glaube, das ist alles falsch. Und ich habe erst ein Wort von drei. Aber ich wusste den einen Buchstaben auch nicht, weil sie den voll komisch geschrieben hat. Und dann habe ich mal versucht zu lesen und alles zu gucken, was einen Sinn ergeben würde. Und jetzt habe ich ihn gefunden und ich glaube, den habe ich sogar richtig. Also, aber ich glaube, wie man es ausspricht, ist falsch. Naja, jetzt kommen noch zwei andere Wörter und ich verstehe nicht, wie ich die binden soll. Es gibt ja, ja, ist schwer zu erklären. Es gibt halt Wörter oder Buchstaben, die man am Ende binden kann und einige kann man halt nicht binden. Und daher weiß ich nicht, ob man die beide nicht binden kann, aber warum gibt es denn zwei davon? Oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das mit dem machen soll, mit dem Buchstaben. Den haben wir auch gar nicht gehabt bisher, glaube ich. Wird noch spaßig hier. Oh mein Gott, wo hast du deine Fliegenmaske gelassen? Mein kleines Fliegenmonster. Komm schnell, wir müssen schnell los. Weiter, weiter, komm schnell. Schnell funktioniert nicht bei ihm. Was hat er denn getan? Wo hat er seine Fliegenmaske? Das ist der Grund, warum du deine Fliegenmaske immer auf hast, mein Schatz. Oh, sind immer noch voll viele dran. Baby! Uah. Fliegen wir schon ins Auge? Komm, dann nochmal schneller. Hauptsache erstmal Äpfel. Alles klar, Pferd.
der kleine Mann hatte auch noch so eine süße Zebradecke. Aber die hat er kaputt gemacht. Mhm. Selber schuld. Er zieht sich auch immer seine Halfter mit diesen Fliegendingern aus. Deswegen hat er mal eine Fliegenmaske an, die er aber auch nicht anhaben mag. Aber ohne dreht er halt auch völlig durch. Es wundert mich, dass er so ruhig geblieben ist. Ja, er macht jetzt irgendwie noch eine Stunde Pause. Ja, fällt ihm früh ein, dass das Comeback ist. Aber alle Fälle macht er noch eine Stunde Pause und dann werden wir wohl ins Gelände gehen. Es ist ziemlich windig, es soll heute auch noch regnen, aber ich glaube, das hält sich erstmal noch. Waschender Turnierkram und ich werde einmal schnell ganzen Gamaschen in den Schrank räumen, das auch weg ist. Reitschränke-Video ist ja auch online gegangen, über den Schrank und den nebenan. Und haben viele meinten, ich bin voll ordentlich und so. Also gut, ich mag auch keine Unordnung, aber es gibt dann auch mal so, keine Ahnung, so zum Beispiel, wenn ich reiten bin und die Gamaschen dann dreckig werden vom ganzen Schmutz und so, die landen dann schnell hier neben. Ups. Also ich versuche schon Ordnung zu halten. Ich mag echt Unordnung überhaupt nicht. Aber auch mir passiert das. Wie ihr seht, sehe ich schon anders aus. Hab schon meine Reisesachen an und werde jetzt rausgehen und dann Cisco fertig machen und dann geht's ab ins Gelände. Und dann machen wir ein paar kleine Hüpferchen, damit er fürs Wochenende gut vorbereitet ist. Und ja, bin ich mal gespannt, wie er sich so verhält. So sieht der kleine Racker aus. Die Schabracke hat er drauf. Und dann vorne Eskadron gemaschen und gelocken, genauso wie hinten. Machen wir uns jetzt auf den Weg ins Gelände.
Sehr schön. Und jetzt müssen wir das so. Nee, erstmal auf der anderen Seite. Darf ich das machen? Ja, das Ding muss aufgemacht werden. Hier, siehst du da? Oh, er steht. Kannst du hinten hinpacken? Guck mal, da wo das war. Ist ja voll dunkel. Kann ich den Sattel wegbringen? Ja, versuch mal. Oh, oh. Oh, wie viel Schweiß da drinnen liegt. Die Gamaschen. Gamaschen mach ich. Ich mach die andere Seite. Du machst eine Seite, ich mach eine Seite. Ich bin gerade voll dumm. Hier. Könnt ihr in die Box führen? In die Box. Und jetzt will ich die Box zumachen. Genau. Aber erst ist das doch ab. Wo? Bei wem? Babywelpen. Christian. Cool. Kannst du auch mal hingehen? Die sind richtig gruselig. Wir haben sogar nur ein Drittel weggegangen. Oh. Ihr am schönsten findet? Ich finde die. Nee, wo ist ich finde die am schönsten. Will mir jetzt niemand sagen. Nee, finde ich auch am schönsten. Ja, und ich. Und am zweitschönsten finde ich die hier. Und am drittschönsten finde ich die hier. Aha. Und am viertschönsten finde ich die hier. Ah. Und am fünftschönsten finde ich die hier. Und am sechstschönsten finde ich die. Das weiße. Nee, ich finde das da. Keine Ahnung, welches ich nehmen soll. Ich nehme das weiter an. Ich finde das. Bin ich kitzelig? Also die ist wirklich nicht kitzelig. Ja, aber wenn du nicht an allen Stellen, auch nicht am Bauch und so weiter und so weiter. Hey, guck mal Cisco an. Ja, er hat schon Hunger. Das bekommt Cisco. Darf ich das mal? Angst. Aber wenn er ja, wenn ich Angst vor ihm hat, hat er aber eigentlich auch Angst vor mir. Soll er es hier rein? Ja, genau. Das ja, alles. Sehr schön. Das ist doch. Dodo ja. Musst du noch was geben. Und Dodo muss noch zwei rein. Cisco hat das ja gut heute. Wie ihr gesehen habt, hatte ich noch zwei Kinder zu Besuch. Ich mache jetzt zurzeit ein Praktikum in einer Grundschule. Und die wohnen bei mir hier in der Nähe und kommen mich dann ab und zu besuchen, beziehungsweise eigentlich Cisco, weil sie total verliebt in Cisco sind. Und die haben mir dann geholfen beim Absatteln und beim Füttern und so weiter. Und ja, deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit mit denen verbracht. Und ich werde jetzt baden gehen, denn ich habe zurzeit im rechten Bein so starke Schmerzen. Das vom Wochenende irgendwie noch, ich weiß nicht, ob das vom Autofahren kommt, wegen dem Bremsen und Gas geben. Keine Ahnung, auf alle Fälle tut das super weh und gestern konnte ich auch nicht mehr stehen, also 2 Minuten und dann war vorbei und ja, hoffentlich wird das jetzt besser dadurch. So, wie ihr seht, finde ich mich schon im Bett. Ich bin noch nicht abgeschminkt, aber ich bin schon im Bett, da ich super müde bin und ich gucke gerade noch Gossip Girl nach langer Zeit wieder. Ich habe das früher schon mal geguckt, aber ich weiß gar nicht, wo ich aufgehört habe. Deswegen habe ich nochmal von vorne angefangen. Bin jetzt bei der zweiten Staffel Folge 20 und ja, danach werde ich auch direkt schlafen gehen. Also beende ich hier den Vlog und wünsche euch eine gute Nacht. Oh,